Mann, sind wir Gangster, ey. Gehen als Frauen die Herrentoilette. Ja, hier oben an der Decke einfach hochspringen, festhalten, nachdem er die Türe aufgekickt hat. Weiß nicht, woher man das wissen soll, denn... Okay, fairerweise, vielleicht wenn man hier reingeht, dann ändert sich die Kamera. Das, gut, so kann man es sehen. Habe ich vielleicht im Spiel ein bisschen... Habe ich jetzt vielleicht im Spiel ein bisschen Unrecht getan. Man kann bemerken, wie es weitergeht. Aber... Ja, es ist schon ein bisschen... Ja, es geht, es geht. Man kann es ja gut erkennen. Weil es ist wirklich die einzige Toilette, wo dann die Kamera sich ändert. So, dann wollen wir mal hier rum. Um und um. Ich lass mich... Huch, achso, ich kann ja stehen hier. Lieber rückwärts runter. Einmal festhalten und... Ein wenig Schaden nimmt man, aber das lässt sich verkraften. Wir müssen in diese Richtung. Und... Ich möchte mich hier möglichst mittig runterlassen. Denn das brauchen wir... Nicht nur für ein Geheimnis, aber es wird uns auch gleich bei einem Geheimnis weiterhelfen. Also einmal... Jetzt rückwärts abspringen, in der Luft drehen und festhalten. Puh. Okay, das ist immer ein bisschen Nervenkitzel. Runterlassen. Komisch verbuggt absteigen und... Jetzt muss man hier auf der rechten Seite, ich glaube auf der linken geht es nicht, weil da sieht man das Gitter, muss man darüber springen. Beziehungsweise man kann auch ganz runterklettern von dort und sich dann irgendwie da reinglitschen irgendwie. Versehentlich. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das einem passiert, aber ich denke mal, so ist es gedacht. Never mind. Oh Gott, ich habe ein Problem. Moment. Ja, da ist mir ein kleiner Fehler passiert. Man sollte sich nur festhalten, aber dann nicht fest... Also nicht Aktionstaste gedrückt lassen. Denn... Sonst hält sie sich da oben fest und so slidet sie nur daran vorbei. Und damit hätten wir... Das erste von drei Geheimnissen für dieses Level. Übrigens, in der Originalaufnahme habe ich genau vor dem Sprung ins Geheimnis gespeichert. So, da werden wir auch oben. So langsam mal. Und hier geht's dann weiter. Einmal ein Rückwärtssalto. Und nun... Mit Anlauf... Schlecht. Wieso hat sie keinen Anlauf genommen? So, da stehe ich wieder. Mir sind in der Zwischenzeit zwei Sachen eingefallen. Die erste ist, man kann die Klotüre auch ohne diese Keycard hier öffnen, indem man einfach nur den Code weiß. Aber das habe ich jetzt mal nicht gemacht. Ich werde die immer aufsammeln. Und das zweite ist, wobei, das sage ich lieber erst nach dem Sprung, weil der kann auch schief gehen hier. Mit Ansage! So, da bin ich wieder. Und weil ich jetzt echt keinen Bock habe, das Ganze nochmal zu machen, speichere ich hier mal. Wie gesagt, in der ersten Aufnahme habe ich ein wenig... Ha! Zum Glück habe ich gespeichert. In der ersten Aufnahme habe ich ein wenig früher gespeichert. Nicht. Eigentlich hatte ich auch kein Problem mit dem Sprung. Ja, genau, ich weiß gar nicht, was da los war. So, hier einen zur Seite klettern und dann kann man sich da hangeln und dann kann man sich hochziehen. Hier runter in die Klappe gehen. Also, ich habe auch noch erzählt. Das zweite, was mir eingefallen ist, ist dieses Kapitel spielt 1997 und ist damit, obwohl es für die Chronologie das Wichtigste ist und das Aktuellste gewissermaßen, ist es nicht das Aktuellste. Also es ist halt, es ist am wichtigsten, weil die jüngsten Ereignisse in Tomb Raider 5 hier mit zusammenhängen. Aber es ist halt nicht das... Man kann hier schon so raus. Lol. Steht wieder eine Wache. Ja, es ist nicht das Aktuellste, weil 98 war ja nochmal ein Kapitel und zwar das in Russland. Können wir den jetzt vergiften? Oder mal kombinieren? Nein. Nicht? Warte, wieso kann ich dich nicht vergiften?
Okay. Auch gut, wie er mich nicht bemerkt. Okay, never mind. Man darf hier nicht rennen. Ich lad mal eben neu. Oh, ich habe rausgefunden, wie man hier den Sprung zuverlässig schafft. Man muss hier ganz nach links gehen und dann mit Anlauf springen. Dann knallt man auch nicht gegen die Decke. So, hier in dem Aufzug kann man jetzt diese Knöpfe drücken. Ich glaube, das bringt gar nichts. Ich dachte eigentlich, das muss man tun, damit man diese Türe hier öffnen kann. Aber dann lag ich wohl falsch. Die geht auch von selbst auf. Und jetzt kommen ein paar Szenen. Auch deswegen habe ich gespeichert. In denen man sehr schnell sterben kann. Und ich werde ein paar Mal absichtlich sterben. Zum einen, wenn wir jetzt hier diesen Schalter, den müssen wir, glaube ich, drücken, um diesen Aufzug zu öffnen. Das ist übrigens auch die Aufzugsszene, die ich dem letzten Level zugeordnet hätte, aber die kommt erst in diesem. Ja, folgendes. Wir müssen hier jetzt diese Knöpfe drücken und fahren in den... Okay, man sieht nicht, in wievielsten Stock. Gut, Aufzug geht hoch, Tür geht auf... Und wir können uns übrigens hier schon bewegen. Und da sind es ganz viele Leute. Was man jetzt machen kann, ist... Man kann geistesgestört hier hinterrennen, diese Medipacks aufsammeln. Aber ihr seht schon, man bekommt massiv Schaden. Und wir werden noch jedes Quäntchen Leben brauchen, was wir da oben haben. Und ja, wenn man keine Medipacks nehmen will, ist das hier sowieso keine Option. Was man stattdessen tun sollte, ist direkt wieder hier zur Seite gehen. Und ja, dann bekommt man auch ein bisschen Schaden. Und jetzt kann man wieder sterben, indem man einfach runterfährt. Und nichts tut. Man bemerke übrigens das Flackern in diesem Aufzug, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Also, die Explosion gerade, die war vorhersehbar, wenn ich so drüber nachdenke. Beziehungsweise der Defekt. So, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns hier schon in der Zwischensequenz drehen, direkt diese Knöpfe drücken, Aufzug explodiert, wir rasen runter und direkt nochmal vorrennen. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit vorwärts gedrückt gehalten. Lara! Bist du okay? Du bist doch nicht etwa tot, oder? Komm schon, Mädel, antworte mir! Das gibt bestimmt blaue Flecken morgen. Ich wusste doch, dass so ein kleiner Sturz dir nichts anhaben kann. Ich bin im Erdgeschoss, oder? Ping! Erdgeschoss, wild herumballernde Bösewichter, Eisschranktypen und langes Treppensteigen. Stimmt, Mädel, richtig geraten. Aber dafür bist du doch ziemlich unversehrt, oder? Hab mich nie besser gefühlt. Ja, da wären wir unten. Was ich noch sagen wollte ist, man muss dann natürlich auch die Knöpfe drücken. Nicht nur auf die zurennen und dann kommt man hier unten an. Übrigens der Gang da oben, wo die Wache drin stand, mit den beiden Aufzügen gerade. Ich glaube, das ist der Gang, in dem man am Levelanfang ist. Nur steht die Wache da auf einmal jetzt. Mir fällt gerade auf, ich hätte mich auch einfach am Rückertun hier rüber. Also... Was ich sagen will, ist, wenn man aus dem Aufzug klettert, dann hätte ich mich auch mit dem Rückwärtssprung einfach direkt hier hochbringen können. Da hätte ich jetzt gar nicht mal außen rum gehen müssen. So, einmal hier rüber. Und dann hätten wir wieder eine Leiter. Wir sind jetzt natürlich im gleichen Aufzugsschacht wie gerade eben, nur weiter unten. Ich glaube, auf diese eine Plattform hier sind wir auch vorhin gefallen. Oder zumindest in die Nähe davon. Als wir da oben irgendeinen der Sprünge nicht hinbekommen haben. Gut, hier müssen wir jetzt hochklettern und zwar ziemlich genau bis zu diesen Gittern an der Wand. Hier jetzt anhalten, einen Rückwärtssprung und wir werden perfekt mittig hier auf dieser Plattform landen. Okay, es ist vielleicht nicht mittig perfekt, aber wir werden da sicher drauf landen, ohne Schaden. Einmal Hep springen, Anlauf und festhalten. Anlauf springen und festhalten. Hier an dieser Stange entlang schwingen und dann hier hoch. Hier kommt jetzt auch nochmal eine Stelle, wo man idealerweise eigentlich speichert, aber ich denke, wir müssen es nicht, wenn wir wissen, wie es geht. Diese Ventilationsschächte. Man rutscht hier runter und da unten hinter der Kurve, da wird direkt. Man sieht sogar schon links, ja, also ganz unten rechts im Bild links am Ende des Schachtes, da ist eine andere Textur, das sind Gitter. Sobald man auf diesem Gitter da ist, abspringen, festhalten,
Und zwar... Okay, vielleicht ein bisschen weiter zur Seite. Und zwar, um sich dann hier festzuhalten, an dieser Stange. So, nun warten, bis diese Flammen da angehen. Und sobald sie ausgehen, loslassen, wieder festhalten. Und wirklich auch festhalten. Denn vor uns sind nochmal Flammen. Und warten, bis die ausgehen. Das war jetzt vielleicht schon fast zu lange. Ich hoffe mal, das hat noch gereicht zeitlich. Okay, ja. Das Feuer kann nämlich ziemlich, ziemlich pingelig sein, was die Tatsache angeht, ob man jetzt getroffen wurde oder nicht. Zugegeben, hier musste ich die zweite Hälfte nachschauen. Ich kam nicht auf die Idee, mich beim ersten Ding jetzt festzuhalten. Ja. Ich kam aber darauf auf das Timing für die erste Stange, nur wie gesagt, nicht darauf, dass man sich in der zweiten... Nein, warte. Ich kam auf das Timing für die zweite Stange, aber hab nicht bedacht, dass ich mich an der zweiten Stange noch festhalten kann. Das wollte ich sagen. Wobei auch auf das Timing für die erste Stange bin ich selbst gekommen.